meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Nevi, ich bin Gesangslehrerin aus Singapur, lebe und arbeite hier mit meinem Studio Stage als Dubbing. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute gucken wir uns mal an This Is Me. Nach dem letzten Wie singe ich Never Enough Video habe ich mir doch gleich gedacht, warum auch nicht mal This Is Me anschauen. Ist ja auch gerade sehr aktuell oder immer noch aktuell. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren rein, was ihr gerne als nächstes sehen wollt. Das hilft mir nämlich wahnsinnig. Ich orientiere mich da immer meinen Schülern, was sie nämlich gerne wissen möchten, Breakdowns und so weiter. Und ja, lasst uns doch mal loslegen. Lass uns doch gleich mal erstmal ganz kurz aufwärmen, bevor es dann in den Song reingeht, ja? Und jetzt du. Genau, ganz locker. In einem Atemzug. We don't want your broken parts. Ja, also am Anfang alles noch sehr ruhig, noch sehr aufbauend. Versuch nicht gleich, das passiert relativ häufig, sofort schon Gas zu geben. Weil dann hast du ja im Chorus nichts, ne? Wir wollen ja als Sänger wirklich langsam aufbauen und wir wollen auch nicht zu viel Gas geben, ja? I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say. We don't want your broken parts. Auch wie immer, da wo Vokale sind, immer schön offen und klar bleiben. Ich singe es jetzt aus mit Vibrato, musst du natürlich nicht. Vibrato ist auch wieder eine ganz andere Section, ja. Gehen wir aber heute noch nicht durch. So, we don't want your broken parts. Darf wieder offen bleiben. I learned to be ashamed of all my scars. Da hast du auch wieder ein All. Also auch wieder klares da, all my scars. Und ich binde das quasi sozusagen, ich setze jetzt hier nicht in der Mitte ab. Also ich gehe nicht, I've learned to be ashamed of all my scars. Das kannst du natürlich auch machen, das ist stilistisch dir überlassen. Aber ich würde dir einfach für das Vocal Closure empfehlen, dass du all my scars. Je länger deine Stimmbänder nämlich Kontakt miteinander haben, jetzt geht die Batterie aus. Nein. Je länger deine Stimmbänder Kontakt miteinander haben, umso besser ist der Sound. Ich singe das jetzt gerade so ein bisschen lapidar, ne? Also, run away, they say, no one will love you as you are. Also, ich versuche immer, natürlich alles zu binden wegen dem Vocal Contact. Ne? Also, versuch dann nicht irgendwie Stops zu machen, wo keine hingehören. Ja? Versuch das schon in einem Atemzug durchzusingen. Hier natürlich jetzt beim Aufbau dieser Strophe geht es ganz klar um, um die Story. Also es nützt halt nichts, wenn du als Sänger natürlich total brillant singst, aber du bist nicht in der Lage, die Story zu interpretieren und nach vorne zu bringen. Also bei dem Part, ich versuche da so ein bisschen mehr sauber, so wie ich jetzt gerade, sauber zu artikulieren. Ne? Also gerade beim Musical ist es wichtig, da gibt es ganz tolle Übungen, also ganz tolle Tongue Twister, da gibt es ganz tolle Übungen, die du machen kannst, zum Sprechen, zum Artikulieren, und das ist hier auch eben der Fall. Ne? But I won't let them break me down to dust. Da hast du natürlich viel Wörter, ne? Und wenn da viel Wörter ist, dann möchtest du es auch sauber haben. Know that there's a place for us. Ich glaube, da geht sie hoch, bin mir nicht ganz sicher. Us. Und du siehst, es ist nicht ein Us wie ein U, sondern es ist ein A-Us. For we are glorious. Ähnlich ist es auch so, mach es nicht glorious, sondern glorious. Und ich setze den Mund auch nicht ab, sondern ich forme es praktisch innen drin. Ne? For we are glorious. Dann gehst du dann direkt weiter in den Chorus. When the sharpest words wanna cut me down. So, und das musst du natürlich anziehen, das war jetzt auf dem G hier. Ja. When the sharpest words wanna cut me down. Und ich habe das jetzt in Kopfstimme gesungen. Natürlich möchten wir, dass du es dann in Bruststimme powerst. Ne? Also solche Musical-Songs, die sind halt teilweise auch sehr bruststimmlastig, die sind teilweise auch sehr Mixed-Voice-lastig. Belting ist sehr vordergründig. Gerade bei solchen Contemporary Musical Songs würde man das jetzt nennen, weil es ist jetzt auch nicht richtig Broadway Musical, sondern es ist halt irgendwie so Contemporary. Genau, also es ist relativ hoch und da haben sie natürlich durchgepowert werden. Und dazu gibt es dann so spezielle Übungen. Ne? Ich mache ja immer mein Nay, Nay, Nay. Du kannst es aber auch mit anderen Übungen machen, die dir helfen halt, diesen, in diesen Belting mit Chest Voice zu arbeiten.
mach es doch mal einmal auf Nay Nay Nay, ja, so wie ich es immer mache. Nay 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 Nay. Versuch mal bei der Phrase down, when the sharpest words wanna cut me down, auch offen zu bleiben. Ich habe hier ganz oft Schüler, die relativ schnell den Mund schließen. Was passiert, wenn du den Mund schließt, ist, dass der Ton dann flat wird, weil du versuchst, das Wort zu formen. Das Wort ist aber nicht vordergründig, sondern der Ton. Und der ist meistens dann unter so einem Vokal, wie jetzt down. Das heißt, bleib dann auch offen. When the sharpest words wanna cut me down. Und dann schließt es den Mund, um das Wort zu formen. Down to the beat I drum. I'm not scared to be seen. So, und jetzt kommen wir zu diesem O-Teil, ne? Weil da natürlich wollen wir diese O's natürlich schön gebunden haben, ähnlich wie in dem Original oder bei den Chören, die bei diesen Karaoke-Versionen auch mitgespielt sind. Ja, auch kurz und knapp, mach es auch nicht, don't exaggerate, ne? Also mach es nicht länger, als es sein muss. Deswegen ist es so wichtig, dass du am Anfang erstmal ein bisschen sachte anfängst, weil du dann im Chorus sowieso schon Gas geben musst. Dann sowieso mit Bruststimme arbeiten möchtest, also wohl eher bei solchen Songs, sage ich jetzt mal. Natürlich kannst du es auch auf Kopfstimme machen, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, weil wenn es für mich bequem ist, dann mache ich es immer auf Kopfstimme zuerst und dann mache ich es dann mit Bruststimme. Genau, und so arbeitet sich der Song also praktisch durch. Ja, ich hoffe, ich konnte heute mal so ein paar Sachen highlighten. Natürlich gibt es wieder so viel, was in diesem Song reingehört, und zwar natürlich die Technik. Bruststimme, kannst du überhaupt mit Bruststimme singen? Wenn nicht, welchem Register befindest du dich? Ist es für dich eigentlich ein Song, der für deine Stimme und deine Stimmlage funktioniert, auch von deinem Timbre? Und manche dieser Songs sind natürlich auch schwer. Es ist natürlich nicht alles singbar für viele junge Stimmen, sage ich jetzt mal. Und es ist auch vielleicht kein singbarer Song für gerade für Beginner. Ich würde das eher dann empfehlen für jemanden, der schon ein bisschen mehr im Advanced-Bereich ist. Natürlich ist das wieder so eine kleine Mini-Stunde gewesen. Dort haben wir noch gar nicht über die technischen Sachen gesprochen, weil sonst würde das Video einfach von der Länge explodieren. Gerne könnt ihr mich kontaktieren für eine Gesangsstunde und dann gehen wir auch mal mehr ins technische Detail. Es kommen aber auch in Zukunft mehr Videos, die so ein bisschen erklären, was ist Bruststimme, was ist Kopfstimme, was ist ein Register, was ist Bel Canto und blablabla. Und dann gibt es immer so ganz kurze kleine Videos mit einer Übung und ich hoffe, dass ihr den Kanal abonniert, einen Daumen hoch hinterlässt. Ich hoffe, der Einblick hat euch so ein bisschen gefallen. Ja, und ich sehe euch in meinem nächsten Video. Daumen hoch, liebe Grüße aus Singapur und ich sehe euch in meinem nächsten Video.